Hallo zusammen, hier ist wieder Tela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute soll es um den Shadow Priest gehen. Und dazu würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einmal an, was wir als Belohnung bekommen. Dann gucken wir uns einmal die Talente ein bisschen an, das Gear und dann die Consumables, die ich benutzt habe. Und schlussendlich wollen wir dann einmal in den Mage Tower reinschauen, um dementsprechend uns die Fähigkeiten anzugucken, beziehungsweise die Taktik, die ich hier gefahren habe. Als allererstes, was kriegen wir über den Mage Tower? Wir bekommen ein schickes Set, so rum. Und zwar ist das, was ich hier gerade angelegt habe. Dann gibt es, wenn ihr alle 7 Challenges abgeschlossen habt, ein Mount. Das ist ein Zauberfoliant. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich ihn finde. Zauberfoliant, da hatte ich auch, glaube ich, schon ein Video zu gemacht. Das ist der hier. Und wenn ihr alle 36 Challenges abgeschlossen habt, dann gibt es noch eine extra Heldentat. Da bin ich gerade dran. 5 fehlen mir noch. Mal gucken. Ich denke mal, das wird die Tage dann noch was werden. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal in die Skillung rein. Ich habe einmal gespielt mit Festung des Geistes, und dann einmal mit Körper und Geist, schicksalhafte Wendung, psychisches Entsetzen, verzweiflungsvolle Geister, leeren Strom und hungernde Leere. Dann gucken wir einmal ins Gear rein. Ich habe mir wie bei allen Challenges vom Mage Tower einmal das hergestellte Gear gebaut. Diesmal konnte ich es tatsächlich auch selber herstellen. Wenn ihr es nicht herstellen könnt, könnt ihr es mal Haar kaufen und oder ihr holt euch einen Schneider, der euch das craften kann. Ihr braucht das Gear nicht. Es hilft euch so ein bisschen, weil ihr einfach ein paar extra Sockel haben könnt und dementsprechend könnt ihr vielleicht das ein oder andere Prozent noch rauskitzeln. Ich würde sagen, vielleicht um die 10% mehr könnt ihr vielleicht damit rauskitzeln, vielleicht 15. Genau kann ich es jetzt euch nicht sagen. Also ihr könnt es auch mit einem normalen Gear spielen. Die Challenge ist jetzt nicht sonderlich schwer. Ich zeige euch dennoch, was ich hier gebastelt habe. Und zwar, ihr seht, ich habe fast auf jedem Slot das hergestellte Gear. Auf Item Level 48. Man wird im Mage Tower runter skaliert auf Stufe 50 Maximum vom Gear her und dementsprechend alles, was über 50 ist, wird runtergescaled. Es wird aber nichts hochgescaled. Heißt, ich verliere zwar Item Level, indem ich hier 48er Sachen herstelle. Das Problem ist aber, ich kann halt, wenn dann, die Stoffsachen mit diesen Handwerksmalen auf 48 setzen oder auf 54. Auf 54 wird es dann auf 50 runtergesetzt und ich habe die vollen Stats, aber ich kann alte Verzauberungen nicht drauf machen. Die gehen nämlich nur auf Maximum-Items von Stufe 50. Heißt, wenn die auf 51, 52 sind, kann man die Verzauberung nicht drauf machen. Heißt, hier verliere ich dann wahrscheinlich 1, 2 Stats. Dafür kann ich 5 Zaubermacht zum Beispiel drauf verzaubern. Ne? Und bei vielen anderen Sachen ist das auch der Fall. Gut, jetzt gehen wir mal so ein bisschen die Sachen durch, was ich an Sockeln und Verzauberungen drauf habe. Ich habe auf den Handschuhen habe ich hergestelltes Gear mit einmal 5 Zaubermacht und dem Innensockel drin. Dann auf dem Gürtel gibt es keine VZ. Ich habe einen Innensockel drin. Das sind übrigens epische. Also ihr solltet immer die epischen reinmachen. Es gibt noch bessere, die quasi 4 Int haben. Die waren aber hier so sau teuer. Da hat, glaube ich, ein Sockel 20.000, 30.000 gekostet, dass ich mich für die Low-Budget-Version entschieden habe tatsächlich. Ihr könnt noch eine Gürtelschnalle auf den Gürtel drauf machen. Hier auf dem Server war leider keine MH, deswegen habe ich einen Sockel weniger, aber es gibt diese lebendige Stahlgürtelschnalle, da gibt es dann nochmal einen extra Sockelslot, kann ein bisschen was helfen. Auf der Hose habe ich dann 3 Int und 2 Fiesigkeit verzaubert, das ist vom Schneider eine Bestickung, die man drauf machen kann, kann auch jeder drauf machen, können immer MH kaufen. Dann haben wir auf den Schuhen habe ich 4 Tempo. Ringe habe ich mir einen vom Juve hergestellt und auch wieder hier ins Sockel rein, beziehungsweise Tempo verzaubert. Anscheinend braucht man bei allen 3 Challenges für einen Priester Tempo. Dementsprechend ist das ganz praktisch. Ich werde die anderen Challenges nämlich auch noch angehen und da müsst ihr dann nicht großartig hin und her switchen. Den zweiten Ring habe ich hier einmal einen alten Legendary Ring genommen. Der Effekt ist deaktiviert, der hat aber 3 Sekundärstats und dann dachte ich mir, ja, Sockel hat er auch drauf, kann man nehmen. Wenn ihr den nicht habt, nehmt einfach einen zweiten Juwelring. Dann Trinkets habe ich einmal das Iskar-Trinket genommen. Das ist quasi aus der Höllenfeuer-Zitadelle in Warlords of Draenor ist die. Und da gibt es dann einen Boss, Schattenfürst Iskar, der droppt dieses Trinket. Und das ist gut. Mit jeder Klasse, in jeder Challenge, die ihr spielen könnt, nehmt dieses Trinket. Das ist eigentlich fast in jeder Challenge top. Ihr könnt mal sehen, mein Overall Damage, was auf Platz 1 ist. Dunkellichtstrahlen, das ist der Trinket-Effekt. Also das Trinket alleine, und das ist passiv, das müsst ihr nicht mehr aktivieren, macht den meisten Schaden von meinen Fähigkeiten. Also
ne, alle Klassen, die das anlegen können, sollten sich das holen. Es ist immer ein bisschen kacke, wenn ihr den Port nicht freigeschalten habt, müsst ihr jedes Mal die halbe Inni durchlaufen und vor allem der erste Boss dauert immer ewig, aber es lohnt sich. Das Ding ist richtig gut. Dann habe ich mit dem Rechengerät im Taschenformat gespielt. Da habe ich den Vorteil, dass ich so einen Laser schießen kann mit einem bestimmten Sockel. Wenn ihr, glaube ich, wohlwollend oder respektvoll seid, könnt ihr euch einen Sockel bei... respektvoll muss man sein, beim Rostbolzenwiderstand holen. Und es gibt eine Quest, holt euch quasi das Trinket auf Mechagon und dann könnt ihr euch dementsprechend diese Sockel reinmachen. Das Ding braucht ihr nicht wirklich. Ich habe es mal mitgenommen, weil ich mit dem Char zufällig den Ruf hatte, weil ich was für Berufe gefarmt habe und dementsprechend da das Ding, ne, die Möglichkeit hatte. Es ist nicht schlecht in der Challenge, aber ihr braucht es nicht unbedingt. Man kann einfach einen Strahl rausschießen und der Strahl macht 4000 irgendwas Schaden. Da drin gibt es so Hände, die man schnell töten muss und das kann instant so eine Hand umlasern. Ich habe es für die Hände ehrlich gesagt nicht hergenommen, sondern einfach um Boss-Damage zu machen. Ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, das kann man mitnehmen, aber es gibt viele andere, die auch gut sind. Einfach Stat-Trinket tut es da auch. Gut, dann Waffe habe ich tatsächlich den Erbstückstab genommen. Da ist nämlich nur Tempo drauf und dafür sehr, sehr viel Tempo. Und wir haben ja gelernt, Tempo brauchen wir bei allen Challenges von Priester, deswegen ist der gut. Was habe ich verzaubert? Himmlische Führung einmal. Dann habe ich mir Handgelenke ergambelt und zwar... gibt es keine Handgelenke, die man herstellen kann, die einen Sockel haben, sowie auch einen Umhang gibt es nicht. Man kann sich aber hier vor dem Mage Tower, ich zeige euch, wo wir mal sind, also hier ist der Magierturm und direkt davor ist eine Händlerin. Und diese Händlerin verkauft uns Items gegen Nether Shards oder Nether Splitter im Deutschen und da kauft man einfach ein paar und hofft halt, dass die richtigen Stats rauskommen und im Optimalfall, dass ein Sockel drauf rollt. Ich hatte zweimal Pech mit keinem Sockel, aber zumindest sind die Items halt dann genau auf Stufe 50 und man kann die alten Verzauberungen drauf machen. Gut, ich sag mal jetzt in dem Fall ist hier eh quasi eine aktuelle, beziehungsweise auf dem auch, aber bei anderen Klassen ist das dann immer von Vorteil, ne, die jetzt zum Beispiel nicht auf Handgelenk eine alte Verzauberung drauf machen können. Und ja, die richtigen Stats mit Tempo habe ich hier halt trotzdem drauf bekommen. Auf der Brust habe ich dann 30 Primärwerte drauf verzaubert und da habe ich spezielle Sockel drin. Und zwar ist es so, dass es einen Sockel gibt, die man quasi nur einmal im Gear anlegen kann. Dafür haben die aber mehr Stats drauf. Es gibt hier das Säbelauge der Intelligenz, hat 6 Intelligenz drauf und Krakenauge der Intelligenz hat auch 6 Intelligenz drauf. Ja. Die benötigen, oder das hier zumindest benötigt ein Item Stufe 50. Die Brust geht eh mit einem aktuellen mit der aktuellen VZ und dementsprechend habe ich die auf 54 hergestellt, weil ich eh die nicht auf 50 brauche für eine alte VZ. Hier habe ich halt einfach 20 Ausdauer und 30 Vermeidung drauf. Es gibt ein bisschen AE-Schaden. Wahrscheinlich wäre Lifesteal auch gegangen. Auf der Schulter habe ich 5 Intelligenz plus 2 Crit drauf. Das ist eine Verzauberung vom Inschriftenkundler. Könnt ihr auch mal AA kaufen und euch selber herstellen. Dann auf dem Hals habe ich quasi Brüders angezogen. Das ist ein altes Legendary aus Legion. Effekt ist auch deaktiviert. Hat halt 3 Sekundärstats drauf plus einen Sockel. Könnt ihr auch den Juve-Hals anziehen. Der hat auch einen Sockel drauf. Oder das Herz von Azeroth. Das hat auch 3 Sekundärstats drauf. Und auf dem Kopf haben wir das letzte Item. Und zwar... wiederhergestelltes Ding. Hier kann man einen Metasockel reinmachen mit 3 Intelligenz und 3% mehr Crit. Und hier habe ich auch den letzten Sondersockel drin. Leviathan-Auge der Intelligenz bringt einfach 7 Intelligenz mehr. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem Gear. Wie gesagt, ihr könnt bei den ganzen epischen Sockel auch Sockel reinmachen, die 4 Intelligenz haben. Das ist dann noch ein bisschen besser. Die Problematik ist aber, die sind meistens schweineteuer. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Consumables an. Ich habe einmal gespielt mit großem Fläschchen in unendlichen Tiefen. Das skaliert im Mage Tower besser als die aktuelle Flask. Dann habe ich gespielt mit Schattenkernöl. Dann habe ich gespielt mit einer Kriegsrolle der Intelligenz. Das kann ein Inschriftenkundler herstellen. Dann mit einer Rune für mehr Stats. Dann habe ich mit dem Tempo-Food gespielt aus Shadowlands. Ganz normal meine Seelenstärke selber gebufft. Dann habe ich gespielt mit einer Trommel, Trommel der Wut in dem Fall, könnt aber jegliche Trommel hernehmen. Und dann hatte ich noch den Trank der verlängerten Macht drin. Besser wäre Trank der irgendwas Wut, ich muss jetzt nochmal kurz nachschauen, Trank der ungezügelten Wut. Der ist aber leider bei mir nicht im Auktionshaus gewesen, deswegen bin ich auf dem ausgewichen. Solltet ihr den Trank der ungezügelten Wut kriegen können, mit dem macht ihr mehr Schaden. Aber ja,
wenn es nicht da ist, ne, kann man nichts machen. Gut, soweit mit dem Vorgeplänkel sind wir durch. Ich würde sagen, wir gucken in den Kampf an sich rein. Und zwar habe ich da hier schon mit aufgenommen. Wichtig, wie bei den meisten Fights am Anfang, ist ein bisschen Vorgeplänkel. Es sind zwei Gegner, die wir kämpfen. Am Anfang kämpfen wir nur gegen den Melee-Mob und später gegen den Caster-Mob. Den Caster-Mob solltet ihr euch ins Target nehmen und fokussen. So habe es ich zumindest gemacht. Man kann ihn nur am Anfang, bevor der Kampf noch nicht begonnen hat, fokussen. Und ja, das sollte man auf jeden Fall vorher machen, dann hat man es einen Ticken einfacher. Haut euch eure kompletten Buffs raus und jetzt kommt erstmal der Melee-Mob raus. Der ist relativ langsam, wird aber im Laufe des Kampfs immer schneller. Ich habe es so gemacht, dass ich hier am Anfang meinen Lernstrom draufgehauen habe, ein bisschen gedottet, einfach ein bisschen runtergehauen, ein bisschen geslowt. Hier passiert nicht sonderlich viel. Wichtig ist, ihr könnt den einmal vieren, wie ihr seht, als auch mit eurem Stunnen, den wir ja mitgeskillt haben, ja. Ihr solltet gucken, dass ihr den halbwegs zügig runterkriegt, zieht hier aber keine Cooldowns. Wir wollen jegliche Cooldowns ready haben, sobald der Caster-Mob rauskommt. Der Caster-Mob kommt raus, sobald wir den Karim, das ist der Melee-Dude, auf 35% in etwa runtergehauen haben. Dann wird er nämlich, ja, quasi kampfunfähig, steht einfach nur rum, kann auch nicht mehr getargetet werden und muss erstmal Energie regen. Deswegen wollen wir auch unsere Lernenergie komplett auffüllen. Und ihn jetzt hier langsam runterhauen. Ich sehe schon, ich bin über dem Fokus, dass ich sofort drauf switchen kann. Jetzt machen wir mal kurz Stopp. Ich habe jetzt mir einmal einen Makro gemacht. Das kann ich vielleicht auch noch zeigen. Wo haben wir es denn? Das braucht ihr jetzt nicht unbedingt, aber ich habe mir ein Makro gemacht mit Seele der Macht. Das ist unser Tempo-Buff, dass wir mehr Tempo haben. Dann Trommeln der Wut. Das ist einmal hier das Heldentum, das kleine. Und Trank der verlängerten Macht. Wie gesagt, den anderen Trank wäre eigentlich besser, aber den gab es nicht. Hau ich mir quasi alles gleichzeitig rein. Und jetzt ist es quasi so, der Typ kommt raus, ne, also der Caster-Mob. Er ist hier gestunt, macht nichts mehr. Und jetzt rödeln wir volle Lotze auf den Caster-Typen drauf. Also ihr müsst halt gucken, dass ihr da maximale DPS macht. Ich dot ihn erstmal, dann hau ich hier meinen Lernstrom einmal drauf. Zieh dann hier den Cooldown, die Lerneruption und dann einfach nur maximalen Schaden drauf fahren. Weil es geht. So, am besten steht ja auch da hinten, wo ich stehe. Dann sind nämlich die Ads, haben dann den maximalen Weg. Wir greifen die Ads übrigens nicht an. Ich gucke, dass ich meine Instance dann quasi hier raushaue, um rüber zu laufen. Ein bisschen von den Ads weg. Wenn die euch hitten, die hauen verdammt viel Damage raus. Und dann geht es einem schlecht. Ich habe zwischendrin auch mein Trinket draufgehauen. Also hier dieses Taschenrechnergerät. Wenn ihr das nicht habt, wie gesagt, ist nicht schlimm. Dann können wir nach 3 Sekunden nochmal den Lernstrom machen. Das solltet ihr gucken. Und nämlich nach 40 Sekunden wird er wieder immun. Ja? Heißt, wir wollen am Anfang einmal den Lernstrom und am Ende den Lernstrom raushauen. Ich habe ihn jetzt hier in der ersten Damage-Phase auf 57% gehauen. Ich habe ihn zwischen 50 und 60, habe ich ihn immer runtergekriegt. Ne? Wenn ihr jetzt vielleicht den anderen Trank habt, kriegt ihr ihn weiter runter. Ist so eine Sache. Im Endeffekt, der Kampf ist gewonnen, sobald wir den Caster-Mob getötet haben. Der Melee-Mob ist jetzt wieder aufgeladen und kommt da hinten wieder. Ne? Übrigens, wenn der Melee-Mob euch erreicht, dann kickt er euch ins Nirvana. Und haut euch so viel Schaden raus, dass ihr, wenn ein Instant sterbt oder von der Plattform fallt. Also der darf euch nicht erreichen. Und die Ads, wenn euch hitten, dann ist es auch ziemlich schnell zu Ende. So, jetzt sind wir quasi in der zweiten normalen Phase. Ne? Und hier ist es so, dass jetzt eine Fähigkeit dazu kommt. Diese Ads, die wir hier haben, die spawnen immer nur, wenn der Magier aktiv ist. Die bleiben aber die komplette Phase da, bis sie quasi getötet wurde. Ich habe die komplett gar nicht DPS, ihr könnt es aber machen, wenn ihr das wollt. Wichtig ist, dass alle paar Sekunden jetzt so Hände spawnen. Und diese Hände, die casten einen Cast und wenn der Cast durchgeht, gibt es riesen Damage und ihr werdet quasi gewonshottet. Man kann die aber silenzen und ihr müsst gucken, dass ihr die möglichst schnell tötet. Dann, wenn ihr die einmal gesilenced habt, fangen die wieder an, ihren Cast zu casten. Ziel ist es jetzt einfach, wieder unseren Melee-Mob runterzuhauen, wieder auf 35%, dass der Caster-Mob rauskommt und er einmal wieder gestunt wird. Zwischendrin müssen wir halt gucken, dass wir die Hände mal töten. Hier kommt die zweite Hand. Jetzt haben wir keinen Silence ready, heißt diese zweite Hand, die muss halt schnell sterben. Da haue ich dann auch wieder diese Lernoption drauf und versuche die einfach nur runterzurödeln. Das hat jetzt hier funktioniert, da muss man aber schnell sein. Man kann es so machen, dass wenn die zweite Hand spawnt, dass wir Karim einmal mit unserem Stun rausnehmen, dass ihr die Lernoption durchcasten könnt, weil wie gesagt, der Typ läuft euch halt nach, kriegt einen Stack hoch und wird halt immer schneller. Deswegen ist es ein bisschen ätzend. Ja? Dann laufe ich hier einfach wieder ein bisschen rum, kite. Ich wollte eigentlich gucken, dass ich auf ihm jetzt keinen Schaden mehr mache, denn ich wollte, dass noch eine dritte Hand spawnt. Dass ich dabei meine Cooldowns wieder ready kriege, weil, ne, sobald er ja auf 35% ist, kommt der Boss raus und ich wollte, dass meine Cooldowns wieder alle ready sind. Dementsprechend spiele ich jetzt noch die dritte Hand, die kann ich wieder silenzen, hause langsam runter und ihr seht, der Karim ist jetzt auf 34, ich habe ihn in die Phase geprügelt,
Typen ins Target nehmen und jetzt rödeln wir wieder mit einem drauf. Cooldowns sind nämlich gerade wieder ready geworden, das ist nämlich das Gute. Wir dotten ihn jetzt komplett voll. Und ja, gut, da habe ich es ein bisschen verkackt, da fehlt mir quasi ein Dot, aber das ist jetzt nicht so wild. Und ja, auch wieder die Lernoption drauf, maximalen Damage. Und ihr müsst halt immer ein bisschen gucken, dass ihr von den Ads wegkommt und maximalen Schaden auf dem Boss fahrt. Übrigens, diese lila Flächen hier, die hier rumliegen, die verursachen ein bisschen Schaden, wenn ihr reinlauft. Und ihr werdet einmal übelst geslowt. Und wichtig ist, in der dritten normalen Phase, wenn ihr quasi, oder nee, in der zweiten Übergangsphase so rum, wenn ihr quasi den Typen DPSen könnt, kommt eine weitere Fähigkeit dazu, und zwar sind es diese Runen. Ne? Und bei diesen Runen ist es so, die spawnen, sind relativ groß und werden immer kleiner. Und wenn sie ganz klein wären und man nicht drin steht, dann gehen sie hoch. Die machen zwar keinen Schaden, aber sie spawnen ein Ad und das Ad läuft euch nach und one-shottet euch einfach. Also, oder mit 1 für Hits. Wenn die Rune durchkommt, ist Feierabend quasi. Wichtig ist halt immer, ihr solltet, da die Runen immer auf der Seite spawnen, die ganzen Ads von der Seite wegkiten, dass dementsprechend der Runenslot frei ist und ihr da nicht die Drängnis kommt, dass die Ads euch quasi die Rune versperren. So, jetzt kommt hier wieder die Hand. Der eine Melee-Mob ist wieder ready. Und jetzt ist es so, dass der Melee-Mob quasi am Start bleibt und der Caster-Mob. Also sie werden nicht mehr immun. Ihr habt jetzt zwei Optionen. Option ist Nummer 1 ist, dass ihr den Melee-Mob tötet, dann spawnen auch keine Hände mehr und ja, ihr habt es ein bisschen einfacher, weil ihr von dem nicht mehr weglaufen könnt. Das Problem ist, wenn ihr den Melee-Mob tötet, dann geht der Caster in Enrage, macht einen Haufen mehr Schaden und dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr ihn schnell tötet. Option 2 ist, ihr ignoriert den Melee-Mob, spielt die Hände, spielt die Runen, kitet alles und haut einfach nur den Caster-Mob weg. Diese Taktik spiele ich, dementsprechend habe ich meinen kompletten DPS auf den Caster-Boss hier aufgehoben. Ich spule nochmal kurz zurück, ihr habt gerade vielleicht was nicht gesehen. Genau, ich hatte hier alles auf Cooldown und jetzt habe ich einfach Dispersion gezogen bei der Hand. Also wenn es einmal nicht ausgeht mit Silencen bzw. mit Weg-DPSen, könnt ihr auch Dispersion ziehen und eine Hand überleben, wenn sie durchcastet. Ja? Hier kommt jetzt nochmal eine Rune, die soak ich einmal. Boss ist ziemlich weit unten, 3% hat er jetzt noch. Dann kann ich ihn einfach runterziehen und wie gesagt, ihr müsst den Melee-Mob nicht töten, um quasi die Challenge zu gewinnen. Ihr müsst nur den Caster-Mob töten. Ihr könnt den Melee-Mob töten, dann habt ihr es ein bisschen leichter, müsst ihr weniger kiten, aber wie gesagt, der Typ geht in Enrage und er one-shottet euch dann nicht damit, aber ihr kriegt halt einen Haufen Damage, müsst euch eventuell gegenheilen, das wollte ich halt verhindern. Gut, also so, bei mir hat es gut funktioniert mit der Anführungszeichen, ich burste nur den Caster-Taktik, man kann es aber auch definitiv anders spielen. Ja, und das waren eigentlich alle Informationen, die ich euch geben konnte. Eins habe ich noch vergessen. Was ich auch noch dabei hatte, war ein Heiltrank an Consumables, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Den hier, absolutischer Heiltrank, der heilt am meisten. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht eingesetzt und ich habe auch meine Vampirberührung bzw. verzweifeltes Gebet nicht eingesetzt. Wenn ihr vernünftig kitet, kriegt ihr eigentlich kaum Schaden. Also wenn ihr Schaden kriegt, dann werdet ihr eigentlich fast gewonshottet, deswegen, also sich von den kleinen Ads mal einen Hit oder so zu kriegen, das geht. Wenn der Melee-Mob euch hittet, One-Shot, wenn 3 oder 4 Ads an euch dran sind, ist eigentlich auch Instant-Tot, ne? Also wenn dann, seid ihr Instant-Tot oder ihr seid halt fast full mit Life, ne? Zwischendrin, mit dem Schild könnt ihr übrigens, wir haben den Speed geskillt, immer mal wieder einen Ticken schneller wegkommen, die 40% Movement-Speed sind eine fixe und schöne Geschichte, also das ab und an immer noch ein bisschen benutzen. Gut, das war soweit, was ich euch an Tipps geben konnte, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tilla, bis zum nächsten Mal, ciao!